Seite an Seite mit dem Heer kämpft auch hier die Waffen-SS. Generalstab gibt schon in diesen Tagen die Schlacht verloren. Er versucht, das Expeditionskorps in Sicherheit zu bringen. Mit dem Aufhängen der Wäsche an der Siegfried Line, wie sie den Westwall nannten, wird es nun nichts mehr. Verraten von den Engländern bietet der König der Belgier die Kapitulation seines Heeres an. Der Führer der 6. Deutschen Armee, General von Reichenau, leitet die Kapitulationsverhandlungen. Sechshunderttausend Mann ergeben sich. Für sie ist der Krieg zu Ende. Immer kühner handelt die deutsche Führung. Bei Lille gelingt die Umklammerung einer starken französischen Gruppe. Von entgegengesetzten Seiten, über Hazebrouk und Ypres vorstoßend, reichen sich deutsche Truppen die Hand. Die Engländer zerstören rücksichtslos das Land ihrer ehemaligen Waffengefährten. Deutsche Flieger starten zum Angriff auf Dunkirk. Die Engländer versuchen, mit Kriegsschiffen und zahlreichen Transportern die Trümmer ihrer Divisionen über den Kanal zu retten. Unaufhaltsam der Angriff zu Lande vorwärts.
Juni, Feld Dünkirchen. Das nannten die englischen Sender einen siegreichen Rückzug. Kriegsschiffe und 66 Transporter kann die deutsche Luftwaffe bei Abschluss der Schlacht als vernichtet melden. In 24 Tagen wurden zwei Staaten zur Kapitulation gezwungen, Frankreichs Stoßarmeen vernichtet, das britische Expeditionskorps gefangen oder vom Kontinent verjagt und mit der Kanalküste die Basis zum Kampf gegen England gewonnen. Noch ist Frankreich nicht endgültig besiegt. Ein zweiter großer Aufmarsch des deutschen Heeres findet statt. Und dazu bedarf es einer großen Umstellung der rückwärtigen Verbindungen aus der Ost-West in die Nord-Süd-Richtung. Der Lastkraftwagen ist Hauptträger des Nachschubs in Feindesland. Unter der Leitung des Generalquartiermeisters des Generalstabs wird in Nordfrankreich eine neue große Versorgungsbasis aufgebaut. Was in diesen Wochen in Tages- und Nachtfahrten der deutsche Fernlastfahrer an höchstem persönlichem Einsatz geleistet hat, geht in die Kriegsgeschichte ein. Millionen Liter Betriebsstoff, 60 Millionen Kilogramm Munition, 22 Millionen Kilogramm Verpflegung wurden für die Truppen bereitgestellt. Über 300.000 Kilometer wurden durch Kolonnen zurückgelegt. Fernfahrer der Reichsbahn, Transportkolonne Speer, improvisierte Beutekolonnen, die Organisation POT, die technische Nothilfe, zahlreiche Arbeitsdienstabteilungen haben in gemeinsamer Arbeit der Führung die Voraussetzungen zur pausenlosen Fortführung der Operationen geschaffen.